Es geht weiter mit Cave Story Part 3. Ich sag zu jedem Beginn des Parts immer, welcher Part, dann weiß ich Bescheid. Gut, Part 3. Und was haben wir letzten Part eigentlich gemacht? Ach ja, stimmt. Wir haben dieses Miniger-Mädchen gerettet. Von irgend so einem Pädophilen. Pädophil? Ja, komm. Von so einem Miniger. Von einem Fairy halt. Fairy? Fairy? Fury? Keine Ahnung. Der halt auf Hasen steht, mein Gott. Ganz einfach. Und jetzt. Ergibt es für mich irgendwie keinen Sinn, warum wir sie gerettet haben und was sie mit irgendwas zu tun hat. Aber. Ja, wir dürfen zumindest mit ihr von der Insel runter, wenn sie abhaut. Und ich kriege hier gerade mal ein bisschen was aufs Maul. Aber nur so leicht. So, du auch kaputt. Ich brauche keine Waffenenergie, ich brauche Leben. Ja, genau. Merci. Und weil es für uns hier nichts mehr zu tun gibt, heißt es einfach wieder, ja, Backtracking. Einfach zurücklaufen und ja. Das dürfte eigentlich keine besondere Bewandtnis sein. Ja, so schaut's. Super. Rot, rot. Und rüber. Perfekt. Ach, wie lang ist denn der Gang noch? Was hier? Tot, tot, tot. Elefanten. War ich gerade aus dem Rücken? Labbel, labbel. Und zack, 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 zack. Super. Jawohl. Oh mein Gott, das sind einfach viel zu viele Gegner. Das geht gar nicht. Hallo. Endlich. Endlich. Teleport zu Arthurs Haus. Jawohl. Ja, Verbindung mit dem Internet. Mit dem Netzwerk, ja. Wie immer. Kazuma? Ah, so ist es. Kazuma, bist du da? Bist du okay? Su? Bist es wirklich du, Su? Ja, ich bin. It's me! Su? Su Sakamoto. Sakamoto. Deine Schwester. So, du bist dieses also gelungen auch zu entkommen. Where are you at now? Wo bist du jetzt so? Ich habe die Dracheneier gefunden. Alter, lass sie doch auch mal was sagen. Meine Güte, das ist Chat und nicht Monolog. Dialog. Ja. Ist Mom bei dir? Die Tür ist Champs verriegelt, glaube ich. Und ich kann nicht von hier raus. Ich bin immer noch in einem Sorter Room. What the fuck? Lagerraum. Ich bin immer noch in einem Shelter-looking Sorter Room. Ja. Ja. Außerdem, der Code, den du brauchst, um hier jetzt dir um den Teleporter zu aktivieren, um hierher zu kommen, ist Bushlands. Wahnsinn. Ich hab's dir mal übersetzen heute. Besuch. Und was? Soll ich weggehen? Nein. Und nein, Mom ist nicht bei mir. Ich habe Angst davor, dass sie immer noch beim Doktor ist oder ja, irgend sowas. Are any of the flying dragon eggs about me? Achso, es sind. Muss ich wieder. Ja. Sind einige oder überhaupt irgendwas eins von den Dracheneiern bereit zum Schlüpfen? Ich habe eins gefunden, das bereit ist zum Schlüpfen, ja. Hörst du mal auf zu labern? Wie lange brauche ich zum Teleportieren, bitte? Aber es ist mit einem Passwort verriegelt. Können wir da irgendwas tun? Retrieving information for Kazuma. Complete. Bushlands Structure D. Das ja, Teleporter gefunden, bla bla bla. Anyhow, I'm on my way to go help you. Ich bin auf dem Weg jetzt. Bleib einfach genau da. Hahaha, du lustige. Roger that. Einverstanden. Und tu mir einen Gefallen. Bitte bring mir irgendwas zu essen mit, wenn du auf. Ja. Su, User Su ist disconnect. Hat sich ausgeloggt.
Fail! Ist das Boy ready yet? Ja. Welcome back! Ich habe auf dich gewartet. Und jetzt? Ich bin beschäftigt. Tohoku wurde vom Doktor gekidnappt. Mitgenommen. Was? Und wir halten dich für die Verantwortliche. Lass mich los! Hat sie jetzt gerade zu mitgenommen, die Sau? Okay. Okay. Ich finde es ja nicht so schön, Kollege. Ich würde jetzt aufpassen, was du sagst. Weil ich habe auf meiner Tour was gefunden. So. Ich würde aufpassen. Sag was Richtiges. Willkommen zurück. Okay. Fängt gut an. Sue ist zurück. Wir haben sie in einem Käfig eingesperrt. Oben auf der Spitze des Dorfes. Wenn der Doktor, wenn die Bande vom Doktor kommt, werden wir ihm Sue geben. Im Austausch für Tohoku. Ah, ich fühle schlecht für Sue, aber es tut mir leid um Sue, aber Tohoku, sie ist eine von uns. Irgendwas. ja, ich finde das jetzt gerade nicht so prickelnd, was der mir gesagt hat. Naja, immerhin wissen wir, wo Sue ist, da oben nämlich. Lass mich hier raus! Halt die Fresse. Oder das Maul. Shut up. Shut up. Auch nicht schlecht. Tohoku wurde wegen deinen Fehlern, das bei Mistakes because of you. Also, ja, Tohoku wurde wegen dir mitgenommen, ganz einfach. One way or another. I'm handing you. Also, ja, ich werde dich auf jeden Fall aushändigen. Ich hasse dich. Wenn Tohoku nicht sicher ist. Tear apart, was? I'm gonna tear you apart. What the fuck? Ich bin nicht so gut im Übersetzen. Ich weiß, was es ungefähr heißt, aber. Ich bin nicht gut im Autsch, mein Kopf. Im Übersetzen, das ist doch scheiße. Tut mir sorry, aber ich denke mal, dass ihr auch irgendwie Englisch Skills haben solltet, aber. Naja, komm. Ja. So, Kollege, das. Du hast voll die roten Augen. Du sollst entweder schlafen oder du bist ein Chica. Also, ja, Chica. Von Zelda. Plopp. Also das passiert mit denen, die Order des Dorfes hier ja nicht befolgen. Also mit dir? Ich wurde geschnappt. Oh, Captain Obvious hat wieder zugeschlagen. Die Männer vom Doktor Mistook, also haben versehentlich oder fälschlicherweise einen anderen Mimiker für mich gekidnappt. Dieses Mädchen, Tohoku, sie hat mir, was, Tohoku, sie war so lieb zu mir und hat Trauer gegeben. Also, nein, es ist spät. Ich hab eine Idee, schön für dich. Du kannst an meine Stelle gehen. Mein Bruder Kazuma, er steckt in einem Bereich namens Buschland fest. Bring ihm das hier. Bring him back here. Heißt, bring ihm hierher zurück. Meine Güte. Nicht bring ihm das hier. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn. Kollege, ich bin weg. Und tschüss. Buschland. Jawohl. Ist die Musik geil oder ist die Musik geil? Ganz im Ernst. Hier, Santas Haus. Wir sind am Nordpol. Oh, wie geil. Es ist verschlossen. Wir haben ja auch erst Halloween und nicht Winter, also ja. Hallo? Was bist mit dir da oben? Du bist so strange, Kollege. Oh? Du bist ein... Ach, du bist ja gar nicht dasselbe. Ein Soldat der Oberfläche? Hat der... Krieg noch nicht geendet oder was? Egal.
Prevention any fear mindful of this big blue. Wenn du etwas weiter vordringen willst, sei vorsichtig oder behalte dieses fette blaue Viech im Kopf. Ja. Das wird dich einfach sehr gruseln. Hm. Hallo, mein Name ist Santa. Hast du einen Bart? Du hast keine roten Klamotten. I went to get some water and walk to find those monsters. Also, auf Deutsch, ne? ich wollte irgendwie Wasser holen und wurde von Monstern angegriffen. So bin ich hier zurückgelaufen und habe meinen Schlüssel verloren auf dem Weg. Hm. So, jetzt kann ich nicht mehr in mein Haus rein. Das nenne ich Pech. Soll ich dir jetzt helfen? Das hasse ich an Leuten oder generell. Wenn die nur so, what the... Ach, die Viecher hatte gemeint. Genau, die machen nämlich folgendes. Die machen so... Das machen nur die großen Fetten, oder? Ja, genau. Die machen so eine Stampfattacke. Das ist richtig, richtig eklig. Uah. Nein, das wollte ich nicht. Fuck. das hasse ich an Leuten, wenn die so indirekt eine Bitte aussprechen. Wenn ich einfach sagen könnte, hey, du kannst mir mal helfen. Das hättest du aber auch selber laufen können, die paar Meter da. Wahnsinn. Oh, da will ich hoch, da will ich hoch. Ja, komm, geh weg. Komm. Na, Hilfe. What the fuck? Komm, auf maximal, perfekt. Ich will da hoch. Komm ich da... Ja, wenn ich springen würde, würde ich da sogar hochkommen. Hm, ich komme da hoch. Ich komme da irgendwie hoch. Ich komme da irgendwie hoch. Wenn nicht, dann wäre es auch nicht so schlimm. Wir kommen später auf leichteren Wege da hoch, aber... Das gibt's doch nicht. Von hier oben irgendwas ausrichten? Nicht, oder? Nee. Na, egal. Machen wir später, machen wir später. Jetzt bringen wir erstmal Santa seinen komischen Schlüssel zurück, den er auch selber hätte holen können. Mhm. Danke, ja. Wollen wir echt rüberlaufen? Ja, ich falle da runter, oder? Ja, natürlich. Das ist eine Minigerbrücke. Na, da können nur Minigers rüberlaufen. Santas Haus, Kollege, warum hast du da so komische Stacheln? Danger! It's in death. Use extreme. Das glaube ich nicht. What the fuck? 63 Schaden. Lecco mio. Das ist ein bisschen viel. Was mit dir? Danke nochmal für deine Hilfe vorhin. Ich würde dir gerne was geben. Ich würde dir gern dieses hier geben. Den Fireball halten. suchst du nach jemandem? Ich habe niemand gesehen in der Nähe. Aber... Au, 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 au. Wenn du planst, weiter vorzugehen, weiter vorzudringen... Achso. Wirst du hier durch diese Feuerstelle gehen müssen, zu Chacos Haus. Aha. Very, 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 very interesting. Jetzt haben wir den Fireball. Das ist sehr interessant, die Waffe. Die schießt jetzt noch auf Level 1 nur 2 Kugeln, die so am Boden entlang gehen. Das ist sehr nett. Ich liebe die Waffe. Ganz ehrlich, ich liebe sie wirklich. Wir hatten schon so einige, ja, Diskrepanzen miteinander, aber naja. Jetzt haben wir sie schon auf Level 2 gehabt, ganz kurzfristig. Ganz kurzfristig. Und... So. Jetzt können wir, glaube ich, 3 schießen. Ja, genau. Zwar ist sie natürlich nicht so optimal für fliegende Gegner, aber... Komm, auf den Boden. Auf den Boden. Hallo. Ich will die Waffe. Ich will nur diese Waffe benutzen. Keine andere. Da bin ich stur. Kommst du runter?
okay, komm. Habe ich eh voll. Stirbt, sterbt alle miteinander. Level 3. Level 3. Ha. Die wird immer stärker. Ich finde es so schön mit dem Level. Ich finde es so schön. Und ich liebe diese Waffe. Das ist meine absolute Lieblingswaffe im Spiel. Noch nicht ganz, aber so in etwa. Die können wir nachher nämlich noch irgendwie upgraden. Richtig schön. Und dann wird sie meine Lieblingswaffe. Da könnt ihr schon drauf freuen. Hier müssen wir eigentlich nach oben, aber dieser Ventilator oder was immer das sein soll, funktioniert nicht. Deswegen gehen wir hier Chacos Haus. Ja. Du bist Chaco, du. Hallo, springst du das mal? Chaco schaut irgendwie leicht konfus aus. Er ist lila. Oder er steht im Schatten. Hallo! Hallo! Wie kann ich dir helfen? Wow! Der looks quite dangerous. Dieses Ding, das du da hast, schaut sehr gefährlich aus. Ich bin verwundert. Bist du ein Reisender? Ja, bin ich und ich bin ja. Komm ich durch? Nee. Ah, jetzt kommt sie. Ja, S. Es ist eher ein S. Es ist dich. Du willst durch meine Feuerstelle gehen? Da brauchst du aber den Quallen. Das Quallengelee. Die große Qualle hat es. Die große Qualle. Ja, und jetzt sind Quallen hier. Schön. Ja, jetzt haben wir Quallen hier. Quallen sind nicht so mein Fall, also. Ich mag sie nicht, die große Qualle. Ich mag sie wirklich nicht. Autsch. Mistviecher. Sie mag zwar nicht schwer sein oder so zu besiegen, aber pff, mein Gott. Meine Güte. Jetzt geh tot. Danke. Töten. Töten. So ein... Bei dem Spiel kriegt man so einen Zerstörungsdrang, das ist der Wahnsinn. Da oben ist die große Qualle. Sind so viele. Sind so viele. Wahnsinn. Tot. Und tot. Da. Stirb, stirb. Wie gesagt, nicht schwer, aber ich mag sie trotzdem nicht. die Schatztruhe geöffnet. Das Quallengelee eröffnet, ja, bekommen halt. Aber bevor wir dahinter gehen und weitergehen, gehen wir erstmal zu wie heißt das, Santa? Genau, zu Santa Claus. Und machen mal seine Feuerstelle hier leer, putz, weg. Use the chili fish juice? Yes, of course. Yeah, something within the... Da ist irgendwas in der Asche. Ja. Kohle. Holzkohle. Kann ich da durch? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Ich hatte mir was anderes erhofft. Egal. Tot. Tot. Aber wie viel Energie man bekommt, das ist der Wahnsinn. Oh Gott, hab ich viel Leben gelassen, ja krass. Ich muss da hoch. Jawohl. Hallo. Ich stehe da einfach drin und ja. Gut, dann. Tot. Uah. Wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich den Stein da weggetan? Oder diese. Ja, dieses komische Material. Jetzt holen wir uns noch einmal das Quallengelee und laufen zurück. Also, ja. Nach vorne zurück.
Back to the Future, ne? Ja, genau. So. Flera! Nicht in die Stacheln. Hilfe. So. Ledermäuse. Und. Aha. Bin wieder hier. Und durch. Jetzt kommen wir hier raus. Und die Feuerstelle ist wieder an. Sprich, wenn wir jetzt da links wieder runterfallen würden, müsste man das Ganze nochmal machen. Aber, ganz ehrlich, wer fällt da schon runter? Hahaha. Nein! 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 Ich hab doch... Nein! Und ich dachte mir noch, speicher doch einfach, bevor du da irgendwas weitermachst. Ich mach genau dieselben Fehler wie gerade eben, oder? Wahnsinn. Jetzt. Aber ich hab mehr Leben. Wahnsinn. Das ist ein einziges Button gesmashed. Das ist krass. Ich sag zu oft, das ist der Wahnsinn. So, tot. Und... tot. Und... tot. Und vielleicht noch ein bisschen tot und vielleicht noch ein bisschen... Jetzt wird das Viech aber ein bisschen einfacher. Gut. Wieder einen... ein Glas voller... Quallenschlee. Mann. Wahnsinn. Komm. Stipp. Ja, sieh. Uah, da war noch eine. Fledermäuse. Und... was war denn das jetzt gerade? Ah, komisch. Jetzt. Speichern. Ja, ich möchte speichern. Und... durch. Denn ich werde wahrscheinlich wieder irgendwo runterfallen. Ja. Es war ein Fehler vorhin. Ich bin einfach weitergelaufen. Es war... bisschen blöd. Ja. Was bist denn du, Ekliges? Du schießt ja. Hallo? Ich gehe mit dir. Blöd oder so? Man schießt nicht einfach auf fremde Leute. Ich glaube, ich spinne. Da oben ist ein Frosch. Uah. Au. Wow. Lag. Power Subroom. Ja, das ist wohl der... Der Stromgeneratorenraum. Ihr wisst schon, was ich meine. Wenn ich da reinkomme... What the fuck? Hallo? Es ist eine Art von... Bike? Also Motorrad? Ja. Ach, wie einladend, da über der Tür ist ein Totenkopf. Wieso müssen wir eigentlich Frösche töten? Das tut mir im Herzen weh, ich mag Frösche. Komm ich da nicht rein? Ah, ich komm da rein. Aha. Hm. Die kommen runter, genau. Hier hoch. Den kaputt machen und hier rüber. Das kann man sich nämlich verbauen. Das geht. Wenn ich jetzt den rechten runtergeholt hätte, wäre ich da unmöglich hochgekommen. So schaut's aus, mein Lieben. Hadoken. Hätte ich jetzt gern. Einfach nur einmal zack durch die Welt und bam, alles tot. Ja, ihr macht sogar Schaden. Hilfe. Da war ich mir jetzt gerade nicht sicher. ja, aha. Ich will speichern irgendwo, bitte. Achso, hier war noch eine Tür. Da oben ist eine Truhe. Hallo? Hallöchen. Es öffnet sich nicht. Hilfe. Hallo. Da ist jemand in diesem
Progressiv? Previs. Ich habe keine Ahnung mit diesem Spalt. Hey du, Junge! Ich muss hier irgendwie raus. Würdest du mir bitte helfen? Dankeschön. Nimm das! Rusty Key. Oh, ja, der ist wahrscheinlich wieder oben. Er war in diesem Raum, aber bitte benutz ihn. Oh, was ist denn los mit mir jetzt heute? Benutz ihn, bitte, wenn du kannst. Wieso kannst du nicht selber hier hingehen und den nutzen? Das ist. Er ist kein Schlüsselloch. es muss irgendwie verrostet sein. Hallo? Was? Was meinst du? Ist nicht der richtige Schlüssel für das für die Tür? Wahnsinn. Das ist blöd. Okay, wenn da kein Schlüsselloch ist, müssen wir sie irgendwie einbrechen. Da gibt es einen besseren Weg. Ja, da muss es einen besseren Weg geben. Okay, wie... Speicherraum. Jawohl. Oh, wie schön. Und zack. Hahaha. Ah, Moment. Ich bin so frei. Ich mache hier wieder Pause. Ja, klar. Im nächsten Part dann sehen wir, wer... Moment. Bleibt drin. Im nächsten Part sehen wir dann vielleicht, wer in diesem Raum ist. Und... Ja. Mal schauen, was auf uns zukommt. Dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Gabba. Ciao, ciao.